Kopftuch tragende Frauen gehören in vielen Teilen Berlins zum Straßenbild. Dennoch tobt derzeit ein Kulturkampf um das Kleidungsstück, vor allem an Schulen. Bislang können Muslimas mit Kopftuch nur ausnahmsweise an Berufsschulen in Berlin unterrichten, an anderen Schulen mit jüngeren Kindern aber nicht. Hintergrund ist das Berliner Neutralitätsgesetz, das religiöse Symbole im Staatsdienst verbietet. Diese junge Frau, die ihren Namen nicht nennen möchte, hat deshalb ihr Studium als Grundschullehrerin aufgegeben. Ich finde, es sollte einfach Vielfalt geben. Es sollte Frauen geben mit Kopftuch, Frauen geben ohne Kopftuch. Also mein Wunsch wäre wirklich, dass halt auch einfach Kopftuch irgendwann vielleicht wie so eine Art, andere Art Frisur gesehen wird. Womöglich dürfen Frauen wie sie bald doch in Berliner Klassenzimmern unterrichten. Weil das Verfassungsgericht ein generelles Kopftuchverbot für illegal erklärt hat, will Berlins grüner Justizsenator das Neutralitätsgesetz abschaffen. Hildegard Greif-Groß leitet eine Neuköllner Grundschule und hofft, dass die bisherige Regelung bestehen bleibt. Sie unterstützt deshalb den Aufruf pro Neutralitätsgesetz. Grundschullehrerinnen haben einen großen Einfluss, auch vorbildmäßig, auch mit dem, wie sie aussehen und auftreten. Und deswegen würde eine Lehrerin mit Kopftuch ein ganz bestimmtes Frauenbild vermitteln, was nachgeahmt wird. Sozialen Druck habe sie nicht zum Kopftuch gebracht, erklärt die Studentin. Ganz im Gegenteil, ihre Familie war gegen das Kopftuch. Generell ist es ja auch so, dass wenn man jetzt kein Kopftuch trägt, ist es ja auch Ausdruck einer bestimmten Weltsicht und Lebenshaltung. Also auch das ist kein neutrales. Es gibt de facto kein Neutral. In Berlin haben inzwischen mehrere kopftuchtragende Lehrerinnen eine Entschädigung erstritten. Weitere Verfahren sind anhängig.